Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sword of the Stars, The Pit. Wir machen mal weiter. Okay, hier haben wir beim letzten Mal aufgehört und wir haben ziemlich volles Inventory. Schönen guten Abend, Astalak. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Wir haben in diesem Level noch nicht alles erkundet. Also würde ich sagen, geht's mal weiter. Geh. Okay. Ah, hallo. Disruption Trap. Okay. Okay, hier kommen wir runter. Ja! Ach du liebe Güte. Was zur Hölle war das denn? Armor ist irgendwas, ist so gut wie kaputt. Okay, da müssen wir gleich mal was gegen machen. Wir müssen ja eine ganze Menge. Disease, haben wir noch irgendwas? Anti-Venom. Armor Critical. Wir haben doch irgendwas zum Reparieren. Konnten wir das nicht irgendwie destroy? Nee. Konnten wir das nicht irgendwie hier? Use. Requires Repair. Okay. Fully repaired. Gut. Okay. Na, das war ja ein aufregender Beginn. Wer zur Hölle bist du? Wir sind irgendwas. Wir sind paralyzed. Das ist ziemlich doof, weil da können wir uns nicht wehren. Gottes Willen! Irgendwas passiert hier. Okay, mit dem Crowbar hier. Okay. Dann reloaden wir mal. Es ist nicht gut, was hier passiert. Das ist nicht gut, was hier passiert. Poison Level 5. Ja, wir haben leider nichts mehr gegen das Poison. What the fuck? Ach, du jetzt auch noch. Okay, haben wir noch irgendwas? Wir haben Serum. Medkit, use. Yes. Use. Yes. Okay, mein lieber Mann. Pause reduced. Ja, das ist auch nötig. Meine Güte. So, hier war doch noch so viel Stress. Wow.
So, und Poison is cured, das ist gut, okay. Meine Herren. Combat Processors, ja, die können wir gebrauchen. Hier war hier nicht nur irgendwie so ein Superbot, der hier rumgelaufen ist? Ach du liebe Güte. Also im Moment sieht es nicht so aus. War das Level 15 oder so? Habe ich irgendwie dunkel im Kopf? Ich meine, wir sind erst Level 8, also ich bezweifle das stark, so wie das im Moment läuft. Wir schießen uns nämlich ja ganz schnell durch unsere Muni durch. Wow, das ist ja ein extrem übler Floor hier. Das könnte ganz hilfreich sein hier. Was war das gerade? Hier ist irgendwas passiert. Ach, der hat uns die Lockpicks geklaut, wahrscheinlich. Campot? Okay. Okay. Also irgendwo zwischen 15 und 20. Also diese Medbay könnte ganz hilfreich sein. Wir sollten auch mal was essen. Haben wir irgendwas, was noch gut zu essen ist? Hier, das... Raw Meat, ne... Armor destroyed. Okay, na gut, das war nur eine Frage der Zeit. Die! Die klauen uns Sachen, ne? Ich glaube, das ist der Punkt. Okay. Mein lieber Mann. Oh! Erstmal schön guten Abend, flüssigen Metallschleim und danke fürs Abo. Und wir haben schon wieder keine Ammo. Fuck it. Okay, ich würde sagen, wir wollen jetzt... Können wir das hier benutzen? Medical Locker. Hier waren wir schon. Offensichtlich. Okay.
Ja, dann muss wohl unser Medkit nochmal. Herhalten. Aber noch irgendwas, was wir essen können. Tainted Meat klingt nicht gut. Wir könnten rohes Meat essen. Was ist das hier? Brain Soup. Feeding the Body. Food 50. Klingt gut. 50 ist nicht viel. Very fortifying. Boost your immune system. Klingt gut. Gucken wir mal, Booby Trapping Pot. Was? Okay. Schönen guten Abend, Bruno. Ich glaube ein paar, aber die haben wir schon lange aufgegessen. Knife damaged. Okay, hier geht. Alles geht kaputt. Die! Also. Booby Trap Bay, Trap Skill, okay. Okay, das ist also Booby Trap. Das ist alles ziemlich scheiße. Die mögen uns hier nicht. Ach du Scheiße. Respawnen die hier? Das ist ja. Das ist ja furchtbar. Okay, zumindest haben sich unsere Sachen so ein bisschen gelichtet. Gucke gerade im Chat, was passiert ist. Essen. So. Diese Dinge sind echt mies. So, wir sind ja hier immer noch nicht weitergekommen. Was ist. Ist das unser Knife? Glaube, ne? Security Station. Hier war ich auch schon. Ja. Da waren wir noch. Und ich höre schon wieder. Ah, scheiße. Die. Simba. Bin aufgestiegen. Das war gut. Okay. So. Wir sind hier. Oh, not good. Waffle Rounds. Okay, wir haben keine Muni mehr. Das ist ein Problem.
Hier können wir Sachen bauen. Lab Station. Gucken wir mal, vielleicht ist das was richtig Gutes. Neural Netting. Damit können wir bestimmt richtig gute Sachen bauen, wenn wir wüssten was. Und wir brauchen auch mal bald eine Rüstung wieder. Okay. So, wir können... Können wir das hier kochen? Geht das hier? Geht nicht in der Labstation, oder? Ist das ausgegraut, weil es nicht geht? Oder ist das ausgegraut? Ich glaube, das ist ausgegraut. Ich meine, wir können es mal ausprobieren. Warum nicht? Unknown Recipe. Nee, das kann es also nicht sein. Okay. Was ist das hier? Keine Ahnung, was irgendwas ist. Combat Processors. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein Level runter. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hier geht's hoch. Okay, wir sind... Es sieht nicht schön aus hier. Ach du liebe Güte, guten Tag. Achso, wir haben keinen... Okay, du machst definitiv mehr Schaden als ich. Okay. Toll! Ice Gems! Hurra! Was? Toll! Ah, oh, Spiel. Also die machen alle viel mehr Schaden als wir. Was verständlich ist, wir haben ja nur ein altes Messer in der Hand. Aber ich kann... Keine Muni. Es wäre schön, wenn die einen Health Bar hätten, dass wir wissen, wie viel Schaden wir jetzt schon gemacht haben. Okay, Dodge Trap, nicht gut. Ich meine, wir haben auch keine Rüstung. Ist kein Wunder, dass die so viel Schaden machen.
must be more careful. Come on. What the fuck? Okay. Wie viele von den Granaten hast du so? Wir haben nur einen Schuss. Hat gereicht. Oder? Na gut, dann essen wir das Bread. Ist nicht besonders gut. Okay, mal gucken, das Ding macht 16, 10, das macht... Ich würde sagen, wir gehen ab jetzt mal auf Crowbar. Ach, fuck, mehr Roboter. Obwohl, da ist eine Crowbar ja genau das Richtige. Obwohl, eigentlich... Oh, scheiße. Ist da auch eine Granate? Okay, mit dem... Hier, du Arschloch. Ich meine, mit dem Messer treffen wir immerhin. Das ist ein ziemlich ungleicher Knife-Fight hier. Mal gucken, ob wir wenigstens mehr Hitpoints haben. Ja, haben wir. Fuck Grenade, das ist hilfreich. Wo ist die? Da. Okay, wir sind definitiv in den ersten Leveln ein bisschen zu progressiv mit unseren Ressourcen umgegangen. Deswegen haben wir jetzt nämlich keine mehr. Können wir das denn nicht aufnehmen? Ja. Immerhin lernen wir mit unserem Knife umzugehen. Die! Okay. Können wir auch Türen zumachen, ne? Aber das ging das nicht? Ja. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwas finden, was hilft. Ein Sandwich und Fat Strips, okay. Okay, na der Freezer funktioniert. Naja, Moldy Bread und irgendwelche alter Käse. Come on, reparier. Ja. Und jetzt können wir was machen? Irgendwas? Oh, wir können Sachen machen. Recharges. Warum nicht? Hm.
Probieren wir es. 50%. Haben wir gut gemacht. Naja, es ist genau genommen, alter Käse ist das. Nee, das ist auch kein alter Käse. Delectable Cheese. Achso, das ist, der sah nur so gammelig aus. Irgendwas war hier doch gammelig. Der hier ist gammelig. Delicious Halver Cheese, das nourishes and heals. Probieren wir mal. Ein bisschen. Okay. Door Trap. Was für eine Door Trap? Willst du mir nicht sagen? Da ist irgendwer drin. Ich weiß nicht. Radiation, ach du liebe Güte. Contaminated, ja, okay, klar. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir hier erst mit der gesamten unbekannten Alien-Schaft nur mit einem verdammten Messer aufnehmen. Ach du Scheiße. Haben wir irgendwas gegen Radiation? Wir schärfen unseren Knife hier. Caliber Grounds, das ist alles ganz einfach im Pocket Dog. Designed to give some crucial medical advice. Mhm. Was, wir haben Pistol Grounds? Eine! Ja, wenn er nicht trifft, ist gut. Autsch! Stun, nicht gut. Ach du liebe Güte. Okay, ich glaube. Ja, ich glaube, hier ist Schicht jetzt. Okay. Aber wir haben uns von der Radiation erholt. Das ist gut. You're dead. Gut. Das war ein bisschen viel. Das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen... Aber jetzt haben wir viele Sachen gelernt. Wir wissen, dass wir nicht zu früh schon durch alle unsere Ressourcen durchgehen müssen. Das ist für einen Roguelike ja auch eine völlig neue Erkenntnis. Aber gut. Aber wir haben mehr Damage inflicted als Damage taken. Wir haben gewonnen! Irgendwie. Immerhin Level 10, gar nicht schlecht. Lowest Floor 9. Ja, kann man mit leben. 204 Kills. 5 Diseases. Okay, play again. Okay. So, haben wir die gleiche Ausrüstung? Scheint so. Okay. Komm her. Okay, ein bisschen Essen. In der Tat. Harmlose Bunnies killen, damit wir was zu essen kriegen. Können wir eigentlich den Baum irgendwie? Nee.
Ist hier irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Got him. Okay. Geht ja schnell. Okay, also, ich weiß nicht, ob er Brains war, also was wäre in jedem Fall, denke ich mal, ich würde sagen, den Psy-Kram lassen wir erstmal weg. Ich glaube, da sind wir als Ingenieur auch nicht für gedacht. Ich würde sagen, wir gehen mal auf das beides. Dann wollen wir Knife. Blade könnte vielleicht auch ganz gut sein, wenn wir irgendwie. Aber ich meine, wir haben überhaupt keine Waffen gefunden. Wir brauchen, also wenn wir uns mal ein bisschen vorbereiten, wir brauchen irgendwas für einen Nahkampf und für einen Fernkampf. Und für einen Nahkampf haben wir Knife und Pistol zunächst. Und das würde ich ja ganz gerne irgendwann mal upgraden für, weiß ich nicht, Sword und Rifle oder sowas. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch schon mal Rifle. Und Rezepte finden, ja. Ja, nur die muss ich ja finden. Die stecken ja wahrscheinlich in irgendwelchen Dingern drin, die wir hier. Und dafür müssen wir die ja aufbrechen können. Und dafür brauchen wir. Ich habe auch gesehen, dass unser Lockpick-Skill ein paar Mal raufgegangen ist von alleine. Ich will mal gucken, ob wir vielleicht auch ohne Erhöhung die Türen aufkriegen. Weil Türen können wir ja immer wieder versuchen. Da könnte man so ein bisschen wie in Bane of the Cosmic Forge an verschlossenen Türen seinen Lockpick-Skill trainieren. Punkt Nummer 3. Können wir eigentlich auch Punkte überbehalten? Was passiert? Ne, können. Weapon, ja, Piste. Okay, mal gucken. Wir haben Available Points 1. Also wenn wir jetzt beim nächsten Mal immer noch einen mehr haben, dann... Genau, Computer Terminals. Ja, aber Rezepte haben wir. Haben da auch so ein Rezept gefunden. Ja, mal schauen. Wir werden es sehen. Erstmal stechen wir hier ein paar Würmer ab. Und ein paar Ratten. Einige in der Anleitung, ich meine, die habe ich hier liegen. Recipes. Irgendwas. Nee. Pit Exploration. Wir gucken mal, was wir finden im Laufe des Spiels. Also eins im Tutorial haben wir.
Das ist nämlich das hier. Stimmt, wir haben keins gefunden. Das haben wir ausprobiert und da ist das ist dabei rausgekommen. Und wir haben nee, nicht Log, Messages. Superconduct Combined, ja. Müssen wir noch mehr deciphern, offensichtlich. Simba. Hurra, rotten cheese. Aber da haben wir, ich meine, ist die Frage, ob man pro Run mehr als eins von den Dingern findet, weil wir haben bisher nur eins gefunden, aber das muss ja nichts heißen. Nur wir haben so viele Crafting Stations gefunden, deswegen ist es, wäre es schon albern, wenn man nicht auch eine ganze Menge Rezepte findet. Rations können wir immer gebrauchen. Okay. Forage Skill upgraded. Das ist also definitiv passiert, das. Und ich glaube, irgendwann hat das aufgehört. Da müssen wir mal drauf achten. Vielleicht gibt es irgendein Maximal-Skill-Level, wo es dann nicht mehr... Ja, 7, okay, funktioniert. Ein Maximal-Skill-Level, ab wo es dann nicht mehr von alleine steigt. Das ergibt ja einen gewissen Sinn. Da wir Computer-Terminals knacken müssen, machen wir mal das. Ich bin jetzt der Meinung, wenn ich hier oft genug in den Rifle-Skill investiere, zwinge ich das Spiel dazu, Rifles zu generieren. Weil so funktionieren ja bekanntlich Zufallsgeneratoren. Die kann man ja mit Willensanstrengung und mit irgendwelchen obskuren Gesten und Handlungen beeinflussen. Okay, also wir schlagen auf jeden Fall inzwischen besser zu. Das können wir, denke ich, mal so zusammenfassen. Und dann sind wir gekommen. Waren wir hier schon? Sieht nicht so aus. Oh, wir müssen uns nicht reinstellen in den Müllhaufen. Das ist auch gut. Ich stelle mich trotzdem rein. Aber wir müssen ihn angucken. Und da ist Nahrung drin. Naja, gut. Besser als nichts. So Secret Walls oder sowas gibt es in diesem Spiel nicht, ne? Ich muss nicht hier überall gegen Wände laufen oder so.
Weil das sieht hier ein bisschen so aus, als... Jetzt gehen wir einfach davon aus, das Level ist zu Ende. Dodge-Trap, weiß. Löse ich die schon? Die löse ich nur aus, wenn ich durchgehe, oder löse ich die schon aus, wenn ich die Tür aufmache? Löst sie nicht aus, okay? Und wir können es offensichtlich tatsächlich trainieren, ja? Lockpick Skill upgraded. Bleib mal hier. Okay. Die Seite machen wir noch nicht. Trap. Wissen nicht welche. Schön. Oh shit. That will leave a mark. Und schon wieder Level. Das geht ja. Ratzfatz hier. Das Ding brauche ich eigentlich nicht. Das ist ja nur für Melee dann gut. Traps. Wo ist Traps? Wo habe ich gerade Traps gesehen? Bleibe dabei, wenn ich nur lang genug...
das irgendwie. Remove Shortcut. Wir machen. Machen das mal. Unload and destroy. Nein, auf keinen Fall. Also. Add Shortcut. Add Shortcut. ...75% sollte ja wohl reichen. Jo. Motion Sensor, okay. That will leave a mark. Oh. Hab den mal nicht so bei 0,8 Hitpoints Schaden, also... Not my best day. Okay, aber es trotzdem... Console, das klingt interessant. Hoffentlich können wir hier rein, ohne zu sterben. Retreat Data. Wir können es nur einmal equippen? Was ist denn das für ein Mist? Also das bleibt jetzt für immer so? Oder wie? Weil das hilft ja nicht besonders. Vielleicht, wenn wir die Message nochmal finden, aber wenn ich meine, wenn das Nummer 214 ist. Hm. Ja, nur pro Durchgang. Das Ding, was wir da gerade hatten. Das hier steht bei History und jetzt ist es weg. What? Okay, jetzt habe ich gerade die Message gelöscht. Okay, also man muss aufpassen, wo man hinklickt, offensichtlich. Ja, die ist weg. Hm. Okay, also die ist offensichtlich nur hilfreich, wenn man sie gleich decrypted kriegt. Weil ich meine, wenn das für ewig bliebe, dann wäre es ja ein bisschen gemein, wenn man sie einfach so löschen könnte. Okay, also das Cipher erhöhen. Okay. Schauen wir mal. Oh. Huhuhuhuhu, da fast reingelaufen. Ja, nice Skill. Die Skills gehen alle rauf. Crowbar. Oder gar nichts. Was auch immer. High Caliber Rounds, fantastisch. Sieht nicht lecker aus, was wir hier haben. Safe, oh doch, Safe Meat und Moldy Bread, okay. Duct Tape, na gut, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Excellent.
Digital Assistant. Ich glaube, davon haben wir schon einen. Breaching Charge. Pistol Rounds. Und wir finden. Perfekt. Oh ja. Und wir müssen mal was essen. Tainted Meat klingt nicht gut. Rotten Cheese klingt nicht gut. Können wir nichts mitmachen. Ist das irgendein Symbol für die Art des Raumes vielleicht? Ist das hier vielleicht, das ist Food oder Storage oder was auch immer? Oh, wir sind im Storeroom. Okay, das ist vielleicht das Storeroom-Icon. Rotten Cheese und ein Sandwich. Neck. Armor Damage, du Scheiße. Autsch. Oh, ich kämpfe mit der falschen Waffe. Was in dem Fall bedeutet, gar keine. Got him. Okay. Schon wieder Dodge. Ah, das... Okay. Cipher.
Electronics. Okay. Die Frage, ist es sinnvoll, möglichst schnell, möglichst tief runterzusteigen? Eigentlich nicht, ne? Ist das hier Tainted Meat, Deadly Contaminants, Rotten Cheese, Whiskey to Eat? Raw Meat, wenn wir einen Cooker finden würden, könnten wir eine ganze Menge Sandwiches machen. Require key to this floor, okay. Aber Traps schalten wir damit ja dummerweise nicht aus. Nee. Chance ist eh zu gering. Crowbar, hauen wir mal kräftig drauf, vielleicht geht's dann auf. Ja. Energy System Tuner, okay. Kit containing parts and tools needed to maintain energy weapons, okay. Ja. Ob wir sowas jemals finden? Okay, das war das Level jetzt aber, ne? Ja. Können wir damit was machen? Infected. Disease Level 1, das schaffen wir. Okay, das ist ein Food-Item. Ah, okay, hier ist tatsächlich ein Cooker. Das ist sehr gut. Dann machen wir mal die Tür zu hier. Ziemlich schwierig, so ein Dings aufzumachen. Dusk ist empty. Na gut, immerhin. Können wir hier mal... Den können wir vielleicht reparieren. Probieren wir mal mit unserem Electronic Toolkit. Okay, wofür ist das Ding nochmal gut? Ach, dafür. Okay, hätten wir gar nicht machen müssen, weil das brauchen wir nicht. Okay, gut. Wie heißen die Dinger? Charge Hub. Okay, hier können wir... Den reparieren wir mit der Crowbar. Das funktioniert. Und da kochen wir jetzt. Obwohl, nee, das war falsch. Wir müssen das so machen. Können wir das vielleicht, wenn wir das in den Kocher tun, dann vielleicht... Moment, was ist... Das ist ein bisschen doof, dass man das im Kocher nicht sehen kann, was es ist. Safe Meat? Okay. Das Cooked Meat ist sogar besser, okay. Also Tainted Meat. Okay. Oh, the recipe is valid, but... Aha.
The recipe is valid, but it requires a proper workspace. Wahrscheinlich so ein Purifier. Okay. Holy bread, rotten cheese. Können wir vielleicht so das unser Brot mit Käse überbacken oder so? Meine Nummer vergucken. Für Spaß. Blödes Spiel. Habe ich die kaputt gemacht oder habe ich habe ihn zu oft benutzt wahrscheinlich. Hätte ich mal drauf achten müssen. Kann man wahrscheinlich nur eine bestimmte Anzahl. Okay, da haben wir eine Door Trap, aber einen Raum, wo wir rein wollen. Medical Locker. Was auch immer das ist. Amino Drink. Da waren wir noch nicht. Da geht's auch noch weiter. Okay. Schauen wir mal. Jo, das funktioniert. Pistole. Und okay. Ah, hier geht's noch weiter. Gut. Haben wir noch upgraded. Hier waren wir schon, hier waren wir noch nicht. Fix Repair Station. War irgendwas, was wir fixen müssen? Nicht wirklich. Also können wir es einfach mal so versuchen? Gedrückt. Mehr Food Pellets.
erledigt. Nicht gut. Die. 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 Das war unangenehm. Hier haben wir schon wieder einen Gucker. Das ist... Fungibahn Starbaked. Oh, wollte ich schon mal haben. Das ist fehlt. Ach, come on, 86%, du Pfosten. Nee. Oh, der funktioniert schon. Okay, so, hier können wir... Steht hier irgendwie, wie oft wir den benutzen können? Oder haben wir den beim letzten Mal einfach nur kaputt gemacht? Okay, wir könnten... Was könnten wir Bacon... Was können wir mit Bacon machen? Also eine Menge. Die Frage, was wir im Spiel mit Bacon machen können. Because putting star in front of it keeps you from asking what kind of animal it's from. Und Rotten Cheese muss ja nicht unbedingt sein. Vielleicht so eine Fungibar mit. Ja, Eier mit Speck. Eier haben wir nicht. Obwohl, haben wir. Poison Gland. Nee, nicht wirklich Eier. Das hat eine Eiform, aber. Nee, ich fürchte. Haben wir erstmal noch nichts hier. Nochmal reloaden, ne? Du Scheiße! Okay, also wir können interrupted werden. Und das Ganze nochmal. Wir finden Electronic Toolkit. Das ist praktisch, das können wir brauchen. Floor Exit ist auch gut. Ja, ich höre dich. Ich sehe dich nicht. Ah! Ach, we'll need to repair that. Oh, not good. I must survive. Mir ist noch nicht... Ah ja, damaged geht. Wound geht nicht. Das ist die Idee. Das muss ich mir auch mal merken. Da freut er sich. Lockpick Set, auch hilfreich. Im Moment brauchen wir es noch nicht. Ah, das wäre so ein ominöser Raum. Da können wir jetzt mal gucken, ob wir die Sachen da rausholen können. Also das war hier. Nee, da hatte ich nichts, oder? Hatte ich nicht auch hier was depositiert? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ja, hier hat man definitiv was gelagert. Electronic Toolkit haben wir schon. Field Stuff.
brauchen wir im Moment nicht. Ich würde sagen, wir lassen auch mal eine Crowbar hier. Weiß, was man damit machen kann, dann ist das auch nicht mehr ganz so verwirrend, dieser Raum. Jetzt kriegen wir den Schlüssel. Probieren wir es aus, ist ja egal. Müssen wir nichts reparieren. Cannot be repaired. Das ist unsere professionelle Meinung dazu. Ist nicht so, dass wir es einfach kaputt gemacht haben beim Reparieren. Sondern unsere Meinung ist, dass man es nicht reparieren kann. Lone Stunt. Okay. Hier schleißt du dich rum. Würde ich auch sagen. Das hier? Armor System. Armor System. Oh! Oh! Neue Rüstung. Das sind wir gleich. Okay, der christliche Glaube hat sich also weit im Weltraum verbreitet. Jumpsuit. Moment, das ist Armor 30. Armor 30. Standard Ship Uniform made of Advanced Kevlar Class. Okay. Wie, das haben wir equipped? Was? Unequip. Armor 40. Das ist besser. Equippen wir erstmal das Ding, solange es hält. Achso, ich hatte hier... das muss ich hier gucken. Da oben im Bild zeigt er nur das an, was wir gerade an der Stelle tragen. Okay, ich bin doof. Und hier haben wir so, ist das... Können wir hier eventuell was socketen? Also socken? Also hier irgendwelche Gems reinkleben oder so? Wie in Sacred oder in tausend anderen Spielen? Sacred. Das ist auch ein gutes Spiel. Okay, das war gut. So, das hier. Mal gucken, ob wir das Ding reparieren können hier. Na, ich warte. Okay. Oh! Ohne Crowbar geht's besser. Na gut. Okay, dann nehmen wir jetzt mal ein Lockpick. Mal gucken, was das macht. X-Ray Transducer. Das ist gut. A device that converts power into high-energy X-Rays. Okay. Okay. Sind das alles Crafting Materials? Obwohl, da steht hier doch, was das ist. Ingredient, ja. Oh, da Wind 10 habe ich es noch gar nicht mal ausprobiert. Das muss ich mal machen. Weil Sacred... Und also mit der Underworld Extension
oder Sacred Gold hieß das ja, glaube ich, wo beide Spiele zusammen waren, ist ein großartiges Spiel. Also vor allem, weil einer meiner absoluten Lieblings Standardcharaktere da also wahnsinnig lustig, gevoice-acted da Charakter, die man spielen kann, die Dämonin, die finde ich so großartig. Da habe ich mich, also ich habe mich selten über die Kommentare bei Kills so beömmelt wie bei Sacred. Ich meine, das Spiel ist auf Dauer ein bisschen repetitiv, aber zumal man es ja auch 3 oder 4 Mal durchspielen muss, um quasi das höchste Level zu erreichen und so ein Unsinn. Also, aber das muss ich mal ausprobieren, ob ich das bei Windows 10 zum Laufen kriege. Weil ich glaube, seit ich Windows 10 habe, habe ich es nicht mehr gespielt. Ach du Scheiße. Lobster Cake. Theoretisch schon. Also wenn nicht, dann sollte man das dem Support mitteilen, weil eigentlich schon. Ach so, stimmt. Sacred gibt's da auch auf GOG, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Weil dann müsste es eigentlich laufen. Theoretisch. Oh, keine Ahnung. Also ich weiß noch, dass sie eine Windows 7 also, dass ich es auf Windows 7 gespielt habe und dass ich mir dann irgendwann da die installierte Version einfach wegkopiert habe und dann festgestellt habe, dass das Spiel wunderbar funktioniert, wenn man einfach die installierte Version von einer früheren Installation benutzt, ohne. Weil das Problem bei mir, bei Windows 7 weiß ich noch, oder auf einer anderen, muss ja Windows 7 gewesen sein, war, glaube ich, die Installation. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich bei Gelegenheit mal checken sollte. Weil das ist wirklich ein nettes Spiel. Ah, du Scheiße. Nova Food, okay. Oh, sag doch einer was, Mensch. Okay. Ja, also das ist tatsächlich eine, was ich an GOG immer toll fand, dass sie sich tatsächlich, zumindest den Anschein erwecken, als würden sie sich Mühe geben, die Spiele zum Laufen zu kriegen. Okay, reload. Wollen wir hier mal kurz konzentrieren. Ich darf auch nicht. Okay. So, wir sind ein Level. Oh, okay, stimmt. Wir kriegen ja Hitpoints dazu, wenn wir Dings sind. Warum nicht? Wir wollen Computer, wir wollen. Puste. Wo war das Cypher? Delicious Taka Seafood Cakes. Da würde ich sagen, erst mal einen. Das hat gut getan. Zool Field Rations. Das sieht ja eher so interessant aus. Tastes like more. Like chicken. Yeah, that's a ticket. Okay. Hat funktioniert.
Also noch die Food Pellets. Dingsen. Schlumpfen. Schlumpfen ist auch gut. Zumindest machen sie mehr, als nur die Spieler einfach auf ihre Plattform zu stellen, wie es andere Anbieter tun. Aber ich habe Kämpfe schon wieder. Ich darf. Ah, Pyrks. Konzentrier dich. Meine Güte. Das macht da auch ein anderes Geräusch. Also, dass ich das. Okay, hier haben wir. Okay. Nein. Okay, Doortrap. Keine Ahnung welche. Und locker. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir die. Können wir die nicht entschärfen irgendwie? Was? Nichts passiert? Seltsam. Doortrap. Okay. Gottes Willen. Too slow. Diese Suhl-Dinger sind echt unangenehm. Aber ich meine, wir haben hier ja hoffentlich irgendwie Heil-Healing-Facilities. Okay. The seam can mutate the body in powerful ways. Maybe something good, maybe something bad. Use! Might boosted. Okay. Das war gut. Okay, hier können wir. Ich weiß ja einfach nicht, was wir machen können. Also ist das ziemlich witzlos hier. Aber ich meine, das ist ein Medical Room. Also, na gut, hier war ein Medical Locker. Also, wahrscheinlich war es einfach nur das. Ja, ich drücke mal 2 nochmal, das ist der Fehler. Ich muss 1 drücken. Das ist doch der Shortcut.
Okay, hier geht's. Oh, Gucker! Aber wir haben nichts zum Gucken, oder? Ne, wir können mit Bacon kochen. Hm. Ich meine, der ist ja eigentlich schon gekocht. Meine Bacon mit extra Fleisch drin? Was ist das hier? Ingredients set of artificial muscles used in bots and cyborgs. Da könnte man vielleicht bei dem Lab irgendwas mitmachen. Also ich finde, wir finden viel zu wenig. Also die Anzahl der Items und die Anzahl der Rezepte oder Recipes, die es geben muss, ist so groß. Finde ich, hätten wir eigentlich schon noch ein oder zwei erfinden sollen. Also mehr, weil man hat, ich meine, das sind alles Ingredients. Und wir haben von nix eine Ahnung. Wir können mit nix irgendwas machen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Also es wäre schon schön, wenn das, wenn irgendwie diese Crafting Stations nicht immer die Sachen gleich zerstören würden. Wenn man was Falsches probiert, dann, weil so. Ja, ist recht, das sind Berner. Ja, das müsste gehen. Probieren wir es aus. Mal gucken, wie weltgewandt die Kollegen hier sind. Okay, die haben noch nie gegrillt, die Penner. Na gut. Da ist aber nicht immer Käse drin, oder? Ah, du Scheiße. Okay. Du musst mal weg hier. Ah, fuck. Ist keine gute Idee, das hier zu machen. Wow. Okay. Ich weiß das jetzt gar nicht aus. Wahrscheinlich. Come on! Die! Schon drauf rumhacken. Wird schon was bei rumkommen. Oh, wir haben. Oh, das ist gut. Können wir unsere Rüstung reparieren? Das sieht wichtig aus hier. Probieren wir doch mal. Nehmen wir mal sicherheitshalber unser Digital Assistant. Oh. Our security box to self-destruct. Und das war so hilfreich nicht. Okay, mal gucken, ob Lockpicking geht nicht mehr hoch.
Ich hätte hier eine glattere Zahl erwartet, aber ist es Power 45? Okay, also Lockpick geht nicht mehr hoch. Von alleine. Scheint also eine natürliche Grenze zu geben. Irgendwas, was wir reparieren müssen? Das Ding. Okay, das war gut. Excellent. Ach du Scheiße. Gott, machen die viel Schaden, ey. Wow. So, in dem Raum waren wir noch nicht komplett. Aus irgendeinem Grund. Recharges random item, ne? Das ist ja scheiße. Ich bin Poison, fantastisch. Level 2, das können wir aussitzen. Perks. Nicht auf die Tür schießen, wenn sie nicht aufgeht. Vielleicht ist 45 immer das Maximum. Cypher sind 2, da machen wir jetzt mal. Okay. Okay, so, und ich werde mir mal Getränkenachschub holen und wir machen deswegen mal eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, na gut, dann machen wir weiter. Hier waren wir fertig. Ja. Ach du Scheiße. Wow, das ist nicht gut hier. Puh. Okay, hier würde ich sagen, machen wir mal die Türen zu. Okay. Level 5 Poison ist ein bisschen ein Problem. Können wir das aussitzen? Ja. Das reduced ja unsere Stats, aber nicht permanent, ne? Nee, sieht nicht so aus.
Okay, Poison cured, sehr gut. Das ist echt ganz schön heikel. Ja, Zwerge sind aus. Ja, verdammte Medkit. Ich meine, jetzt sind wir, haben wir maximales Poison, da können wir. Was? Finally, meine Güte. Come on. Okay. Puh, das war anstrengend. Wieder so ein Ding. I have done it. Okay. Oatmix Ingredient. Dry Bread. Okay, das könnten wir vielleicht mit dem Fleisch zu einem Sandwich machen. Hatten wir hier nicht einen Cooker? Sollen wir einfach dieses Fleisch nehmen? Come on! Das muss doch ganz spezielles Brot sein, sonst geht das nicht. Ach, das ist doof. Oh, fuck it. Be more careful.
leave a mark. Okay, haben wir noch irgendwas mit wir heilen uns heilen können? Weil das eine Medkit, wow. Das ist nicht gut. Okay. Also das Ding, da brauchen wir mal bessere Rüstung. Sagen, rasten wir hier mal. Gab es hier nicht irgendwo ein Bett in dem Raum, in dem verdammten... Oh, hier waren wir gar nicht. Okay, sind ja noch nicht fertig. Durch die Doortrap durch müssen. Ah, was ist das Schlimmste, was passieren kann? %81, come on. Jetzt könnt's. Hier liegt nur was rum. Die Technosium Blue, das hatte ich schon mal ausprobiert, ne? Weapon Biomod hatte ich gemacht. Ja, den Scanner haben wir jetzt nicht, oder? Haben wir den Scanner? Der Charakter hat, glaube ich, keinen Scanner. Gerne, oder? Sehe ich ihn nur nicht. Alles das zum Tunen. Oder können wir das mit unserem Digital Assistant irgendwie machen? Hat das Spiel mir nicht mitgeteilt, dass ich das, wenn ich das mal rausgekriegt habe, es dann weiß? Und muss ich mir das wirklich im Real Life aufschreiben? Na, ich bin mir ziemlich sicher, das haben wir ausprobiert. Können wir das irgendwie... Ja, können wir nicht. Also, probiert es einfach aus. Ob das... Nee, das ist was Neues. So, das haben wir jetzt gemacht. Brains boosted by 2. Jetzt wollen wir mal gucken. Mutation.
Ja, es heißt, ah, das hat jetzt keinen Namen. Ah, das hat jetzt, kriegt den richtigen Namen gleich. Okay. Okay. Na gut. Okay, dann wünsche ich gute Nacht. Und bis nächsten Mittwoch vielleicht. Kein Bett. Charging Ding. Ich meine, wir können... Ja. Also erstmal können wir hier noch ein paar Sachen lagern. Wir haben nämlich viel zu viele. Nee, das Ding hier. Also wir brauchen davon nicht zwei. Davon brauchen wir wahrscheinlich zwei, aber... Ich lasse trotzdem einen hier. Da brauchen wir auch nicht zwei. Davon auch nicht. In diesem Level irgendwo ein Bett. Auch nicht. Früchte. Es ist wahrscheinlich, zum Beispiel auch blöd sein wird. Es könnte zum Beispiel sein, dass irgendein Gericht mit Käse funktioniert, aber nicht mit Rotten Cheese und sowas. Also im Moment finde ich, ist das System noch verbesserungsfähig. Ich meine, hier werden wir. Machen wir einfach mal die Türen zu. Ach du Scheiße. Must be more careful. Ach, du lebst noch. Repair Hub. Ja, ich meine, es sind ja auch verschiedene Icons. Nur jetzt mal Real World, wenn ich irgendwas zubereite, irgendwas koche und dann eine Sache davon ist halt nicht mehr gut, dann kommt im Ergebnis trotzdem die gleiche Mahlzeit raus. Die ist dann vielleicht nicht mehr okay und man vergiftet sich oder was weiß ich, aber ist halt egal. Computerspiel. Who needs a marine?
secured, das ist gut. Aber wir haben immer, wir brauchen unbedingt mal irgendwelche Heilungsmöglichkeiten. Und nicht irgendein Unsinn, an dem ich nicht mal weiß, was es ist. Teleportbomb. Okay, schön, danke für die... Okay. Muni haben wir. Wann steigen wir denn auf? Kriegen wir vielleicht noch irgendwie ein bisschen Erfahrung, dass wir aufsteigen? Das würde ja auch helfen. Das überleben wir nicht. Okay, nächste Level. Ja, schon wieder so ein scheiß Roboter. Oh, fuck. Obwohl, das ist nicht der ganz Schlimme. Okay, key to this floor. Okay, sieht nicht gut aus hier. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen, bevor wir sterben? Only access food was increase natural healing powers. Das klingt nach einer guten Idee. Okay, dann mal gucken, ob wir hier noch... Okay, okay, okay.
Okay. Also ich glaube, hier werden wir nicht mehr weit kommen, ohne Heilung und ohne alles. Mal gucken, ob wir zurückkommen zum... zu dem Raum, wo wir die Erfahrung speichern können, aber ich glaube nicht. Wow! Das war ein wichtiges Level Up. Okay. 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 So, dann wollen wir mal sehen, ob wir jetzt dieses Level noch geklärt kriegen. Disturbed. Ach so. Okay, na, das ist ja nicht so hilfreich. Okay. Okay, da waren da noch irgendwo 1000 Leute. Okay, jetzt kriegen wir vielleicht wieder so ein... Ja, und das decrypten wir mal. 99%! If you find this measure, please get out of... Toll! I have no idea where I am now, but I can feel weight of stone when it has to be at least... Toll! Toll! Dann finden wir eine Message und dann ist es kein Rezept. Also kein... Ne? Blödes Spiel. Oh, das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Tür zu. Die Scheiße. Dein Level 5 Poison brauche ich echt nicht. Okay. Okay. Was ist das hier? Ah, das ist der Tote. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, was wir am Medical Locker haben. Bitte, Medpacks. Jo, wunderbar. Das war wichtig. Und hier... Coercers Diadem, okay. Psionic Enhancer Crown that gives the user plus 15 Wound Mind Skill, okay. Warum nicht? Ich meine nicht, dass das was bringt bei unseren Werten, aber jetzt haben wir immerhin 16. Ist das gut genug, um es zu können? Wir brauchen...
60, wow, brauche eine ganze Menge dafür. Okay, ich glaube, das hilft nicht viel, aber gut. Wir können Sachen kochen, wir können... Pilze mit... Ich meine, das ist kein Brot, das ist Warbread. Das wird dann wahrscheinlich wieder nicht funktionieren, weil es nicht... Obwohl, nee, hier, das war Warbread. Also, das und das machen wir zweimal. Juhu, zwei Sandwiches. Okay, hier war auch noch nicht. Okay, im Freezer finden wir mehr vergammeltes Zeug. Da müssten wir mal irgendwie eine Möglichkeit finden, damit umgehen zu können. Das wäre super. At least no one is watching. 80%. Na gut. Okay, da wollen wir noch nicht. Oh, Light Weapons locker. Da nehmen wir doch mal alles, was wir kriegen können. Und wir finden eine Crowbar. Fuck you, Game. Okay, die kommt. 99%. Humgum. Recipe for Humgum. Okay. A larger test subject. Irgendwas indicated that while using an acid sack with the sonic nodule caused fatal injuries in previous subject. Placing the acid sack with exotic proteins was the perfect gumming agent for the new stimulus blend. Most subjects found themselves recovering from a stunned state in just a few chews. Tastes really last. Biotech cooker. Ingredients. Okay. Cool. Wow! Ein Mimik! Hi! Die! Okay. Blöder Mimik. Das hat ja unser gesamtes Leben gekostet hier. Aber wir haben ja... Adapt to Eat oder wie das Ding hieß.
So, uns geht langsam der Platz aus. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das hier mal liegen. Das ist ein blöder Key hier. Okay. Okay, waren wir? Okay, nächstes Level. Das gucken wir uns noch an. Okay. Okay, huiuiui, das war ein enges Level up hier. Medicinal Nuts, selbstverständlich. Prozent, nee. Penetration bullets be created by shell casing with molecular neutronium. Okay. Keine Ahnung, wo wir das craften können. Shell casing with molecular neutronium. Die sind aber alle schnell. Okay, ich meine, wenn du bist offensichtlich nicht so crazy, dass du eine Granate wirfst, wenn du direkt neben uns stehst. Das ist schon mal gut.
Okay, das sieht alles nicht so gut aus hier. Das Ding sieht kaputt aus. Okay. Und das Ding sieht auch nicht mehr besonders intakt aus. Die Level werden größer, kann das sein? Da bilde ich mir das ein. Ah, fuck. Okay, den werden wir los. Ach, come on! Okay. Secure Ammo Crate. Lockpick Set. EMP Grenade. Okay. Flechette Rounds. Damage Surveillance Console. Gucken wir mal. Nehmen wir an, das sind Monster. Okay, allzu viel haben wir nicht mehr in dem Level. Aber da wir auch langsam mal wieder was essen müssen, wir hätten doch Sandwiches hier. Okay, na gut, dann nur noch mal schauen hier unten. Also entweder waren wir da noch nicht, weil da war noch ein Monster. Okay. Painkillers.
mehr Ammo. Und eine orangene Biomod. Add to pistol. Reinforcement bots increased weapon durability by 50%. Das ist nett. Okay, dann sind wir in diesem Level auch fertig. Und dann würde ich sagen, für heute soll es das dann auch gewesen sein. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Dann geht es hinunter in Level 10. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Und ja, dann für heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Restabend. Eine gute Nacht und so weiter. Und wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch geht's weiter. Und frohe Feiertage. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.